Auf YouTube geht's gerade rund. Montana Black und Unge haben NFT gekauft. Das ist grundsätzlich erstmal spannend wegen der Technologie. Aber auch steuerlich gibt's so ein paar Sachen. Und ich dachte mir, schauen wir uns das Ganze doch in diesem Video einfach mal zusammen an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe das ganze Thema rund um Montana Black und Unge und das ganze Thema NFT relativ intensiv verfolgt und habe mir gerade so einen Überblick verschafft. Und dabei hatte ich so ein paar Gedanken, bei denen ich dachte, am besten sprechen wir einfach mal gemeinsam darüber und deswegen nehme ich dich einfach mal mit auf meinen Bildschirm und wir gehen die Punkte mal gemeinsam durch. Um das ganze Thema NFT und das ganze Drama rund um Montana Black und Unge zu verstehen, möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, was ist eigentlich ein NFT? NFT steht für Non-Fungible Token. Das heißt, es ist nicht auswechselbar. Das ist im Gegensatz zu Bitcoin. Bitcoin ist ja wie eine Währung. Und es wird dir ja egal sein, wenn du Geld hast, also wenn du 10 Euro hast, dann wird es ja egal sein, welchen 10-Euro-Schein du hast. Oder ob du die 10 Euro auf der Bank hast und mit Karte ausgeben kannst oder bar in der Tasche. 10 Euro sind 10 Euro. Wo es einen Unterschied gibt, ist bei Kunstwerken beispielsweise. Wenn du die Mona Lisa hast, ist es ein großer Unterschied, ob du die Mona Lisa von Da Vinci hast oder die Mona Lisa von Max Meyer aus der 3B. Die sind im Wert sehr, sehr unterschiedlich. Die sind nicht wirklich austauschbar und es gibt ein Original und eine ganze Menge Kopien. Das ist bei Geld halt anders. Und das ist der Unterschied zwischen Kryptowährungen wie Bitcoin und NFTs. Man kann NFTs natürlich trotzdem kaufen und verkaufen. Und das hat natürlich auch eine steuerliche Relevanz. Man kann zum Beispiel auf Seiten wie OpenSea.io kann man sich solche digitalen Kunstwerke kaufen. Und ja, man kann sich das alles anschauen. Hier zum Beispiel bei Explore kann ich mir alle NFTs anschauen. Und das sind alles Originale. Ich kann mir hier das original digitale Bild kaufen. Kann ich filtern und so weiter. Und kann mich jetzt beispielsweise für die Uhr entscheiden und das kaufen. Und das ist aktuell zumindest einigen Leuten sehr viel wert. Und auf diesen ganzen Hype ist beispielsweise Montana Black aufgesprungen. Montana Black hat sich ein NFT für 260.000 Euro gekauft. Also wirklich eine ganze Menge Geld. Also die teuersten NFTs wurden für zweistellige Millionenbeträge schon verkauft. Und Montana Black hat sich jetzt auch eingekauft. Es gab auch noch einen ganzen anderen Skandal, weil ein Hakenkreuz auf dem Bild war. Und also, große andere Story, darauf will ich mich in diesem Video gar nicht konzentrieren. Mir geht es hier wirklich nur um die finanziellen Themen und wo eventuell die Steuer eine Rolle spielt. Und hier steht auch, er hat sein NFT gekauft für 114 Ethereum und das sind aktuell ungefähr 260.000 Euro. Das heißt, das Geld hat er ausgegeben. Und jetzt, und das ist das Interessante, bietet er das Kunstwerk auch schon wieder an für etwas mehr als das Doppelte. Das heißt, Montana Black ist hingegangen, hat für 260.000 Euro ein Kunstwerk gekauft. Kunst, ja, Geschmack liegt im Auge des Betrachters, ob es das jetzt wert war oder nicht. Preis ist immer Angebot und Nachfrage und man kann durchaus stark darüber diskutieren, ob der Wert an sich tatsächlich so ist. Aber der Preis, der ist hoch und Montana Black hat jetzt das Original und möchte dafür mehr als 520.000 Euro haben. Was jetzt hier ein bisschen kritisch ist und vor allen Dingen würde ich mal sagen moralisch kritisch ist, ist, dass Montana Black natürlich eine durchaus bekannte Persönlichkeit ist. Das heißt, er kauft sich etwas für 260.000 Euro, teilt es denn, dass er es hat, macht es dadurch natürlich noch größer und noch bekannter, weil wenn ich jetzt dieses Original kaufe, weiß ich, das ist jetzt das NFT, was auch Montana Black besessen hat. Vielleicht erinnern sich einige daran, wir hatten mal einen deutschen Papst und als der denn Papst geworden ist, dann tauchte plötzlich im Internet irgendwo ein ganz früheres Auto von ihm auf, also ein Golf als Gebrauchtwagen, der extrem im Wert gestiegen ist, weil er jetzt einer berühmten Persönlichkeit mal gehört hat und da hat die Person, die jetzt den Golf besessen hat, unglaublich viel Geld mit verdient, weil er plötzlich jetzt ein unglaublich altes Auto für ganz viel Geld verkaufen konnte. Und so ist das bei Unikaten. Und NFTs sind Unikate. Was Montana Black jetzt macht, er kauft für zugegebenermaßen echt viel Geld dieses Unikat und möchte das eine Woche später oder zwei Wochen später schon fürs Doppelte wieder verkaufen. In der Zwischenzeit hat er den Wert allerdings, also den Wert, den Preis zumindest stark angehoben, weil er es durch seine Reichweite und seine Bekanntheit quasi aufgeladen hat. Wenn das jetzt jemand kaufen sollte für 520.000 Euro beispielsweise, hat der gute Montana Black in einer Woche 260.000 Euro verdient. Ja, kann man ihm vorwerfen. Moralisch finde ich es durchaus schwierig, weil es hat halt jetzt gerade eine Hypewelle, die versucht da so ein bisschen mitzunehmen. Und vielleicht in einem halben Jahr, wenn der ganze NFT-Markt wieder am Boden ist und alle Leute vergessen haben, dass irgendwann mal dieses NFT Montana Black gehört hat oder es auch niemand mehr interessiert und das Ganze jetzt nur noch einen Wert von 10 Euro hat, dann ist die Person, die das natürlich jetzt von Montana Black gekauft hat,
sitzt auf den Kosten und hat eine halbe Million für irgendein digitales Bild ausgegeben, was keinerlei Wert mehr hat, weil er es nicht mehr in der Lage ist zu verkaufen. Für Montana Black ist aber entscheidend, dieses Geld, also dieser Erlös, den er damit hat, der muss natürlich irgendwie versteuert werden. Aber da dieses ganze Phänomen NFT so neu ist, gibt es auch noch nicht wirklich eine Rechtsprechung und noch nicht mal wirklich eine Auffassung davon, wie es eigentlich versteuert werden soll. Ist es jetzt eine gewerbliche Handlung? Also nehmen wir mal an, er verkauft es tatsächlich für 520.000 Euro. Hat Montana Black jetzt einen gewerblichen Gewinn von 260.000 Euro gemacht? Dann müsste das als Ertrag aus Gewerbebetrieb quasi als Kunsthändler versteuert werden. Das heißt, in seiner Selbstständigkeit müsste er Einkommensteuer und Gewerbesteuer zahlen. Und ein anderer Punkt, der auch noch rechtlich überhaupt nicht klar ist, ist der Punkt Umsatzsteuer. Weil, wenn du Kunst veräußerst, musst du natürlich darauf Umsatzsteuer ausweisen beim Verkauf und auch abführen. Und das Ganze ist ehrlicherweise noch gar nicht so ganz klar, wie das gemacht wird. Wir arbeiten gerade an einem Video, wo wir ganz strukturiert, detailliert darauf eingehen, wie aktuell die Rechtslage ist und wie man eigentlich NFT-Gewinne versteuern müssten. Hier an dieser Stelle muss man ehrlicherweise sagen, es weiß noch niemand so richtig. Moralisch kann man aber sagen, das ist schwierig. Man kann das schon so als Pyramidensystem durchaus bezeichnen, dass die Preise jetzt durch die Decke gehen und der diesen NFT am Ende hat, der bleibt halt auf den Kosten sitzen. Wer das übrigens meiner Meinung nach echt gut erklärt hat, warum das Ganze ein Scam ist oder warum das zumindest schon, ich würde mal sagen, den starken Anschein hat davon, dass das Ganze einfach ein Scam ist, ist Stay. Und da habe ich ein Video gesehen, auf das möchte ich jetzt einmal ganz kurz eingehen. Hier beschreibt er ganz kurz, er war selbst auf der Suche, hat sich für das Thema NFT interessiert, wollte mal verstehen, wie funktioniert das Ganze und war auf der Suche nach dem geeigneten Kunstwerk. Und habe mir die Mühe gemacht, etwas zu finden, das in meinen Augen cool ist, aber auf der anderen Seite auch erschwinglich. Ne? So, bei dieser Suche ist mir einfach aufgefallen, dass das ein Pyramidensystem ist. Es ist ein Scam. Es ist straight up ein Scam. Und der Grund, warum das ein Scam ist, ist relativ einfach erklärt. Machen wir mal das anhand von das hier. Das sind irgendwelche Dinger, die du über Solana erwerben kannst. Ne? Würde jetzt hier $600 kosten, 0,2. An dieser Stelle, die 600 Euro sind natürlich erstmal eine Forderung von dem Verkäufer. Das ist zwar jetzt der Preis oder das Preisschild, was gerne der Verkäufer oder der aktuelle Inhaber gerne dafür haben würde. Das bedeutet natürlich nicht, dass das jetzt wirklich ernsthaft der Preis ist, weil solange es keinen Käufer gibt und es niemanden gibt, der auch nur 5 Cent dafür bereit ist, auszugeben, ist das erstmal nur die Forderung Verkäufer. Deswegen, der Preis entsteht ja immer durch das Treffen von Angebot und Nachfrage. Und wenn da jetzt jemand sagt, ich würde gerne für dieses NFT $600 haben, es gibt aber keinen, der das für diesen Preis kauft, dann ist das auch nicht der Marktpreis. Und Stay erklärt jetzt gerade hier, und das finde ich, erklärt er sehr, sehr gut, wie das auf diesen Plattformen zumindest funktioniert, um dem Preis quasi auch so ein bisschen Gewicht zu geben, um wirklich zu zeigen, okay, das ist wirklich ein Wert und nicht einfach nur irgendeine kreative, vollkommen wilde Forderung, die der Inhaber gerade hat. Kredibilität einer auf der Blockchain liegenden, eines auf der Blockchain liegenden Artworks wird daran gemessen, ob der Urheber verifiziert ist, was er ist. Also eben, Urheber verifiziert, muss erstmal verifiziert sein, sonst ist schwierig oder sonst könnte es auch danach aussehen, dass das Fake ist. Und ob Transaktionen stattgefunden haben. Alles andere ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Und selbst das ist schon aus der Luft gegriffen. Das bedeutet, das hier hat beispielsweise wurde... Die Historie ist quasi der vorherige Handel. Weil man kann exakt nachvollziehen, wer das hatte in der Vergangenheit. Wenn es da jetzt Leute gibt, die das schon gehandelt haben für 6.000 Euro und es ist schon alle 2 Wochen verkauft worden in den Tausenden als Preis, dann ist 600 Euro, sieht natürlich aus wie so ein Schnäppchen. Weil, ich meine, ist ja offensichtlich letzte Woche noch 5.000, 6.000 Dollar wert gewesen und jetzt nur noch 600, sieht auf jeden Fall nach einem Schnäppchen aus und ich kann das sofort kaufen. Gibt da aber ein Problem. Wurde das noch nie verkauft? Du kannst also schlecht sagen. Das heißt, dieses Beispiel wurde auch noch nie verkauft. Nie verkauft heißt, die 600 Dollar sind wirklich einfach nur irgendeine ausgedachte Geldforderung von dem Inhaber und hat auch nichts mit dem tatsächlichen Preis oder Wert zu tun. Was es wert ist. Und das ist alles, ich meine nochmal, das hat nichts mit Urheberrecht zu tun, das ist einfach erstmal nur eine ganz andere Problematik. Und ich möchte auf diese Scam-Sache eingehen, damit man das wirklich versteht. Der Preis dieses Objektes wird daran gemessen, wie die Trading History ist und
wie der Floorpreis, wo ist er hier, der gesamten Kollektion ist. Also der Grundpreis sozusagen. Ja, alles, was du drunter hast, machst ein Stäbchen, alles, was drüber ist, kostet halt mehr. Und wisst ihr, wie diese Volumen nach oben getrieben werden, indem man die untereinander handelt? Das bedeutet, wenn ich möchte, dass dieser NFT mehr wert ist, schicke ich diesen NFT meinem Kollegen oder meiner eigenen Wallet für den Preis, mache das 2-3 Mal und warte darauf, dass jemand so dumm ist und das kauft. Und das ist genau ein wichtiger Punkt, weil ich könnte mich jetzt ja mit 2 Accounts einloggen und handel das selbst mit mir untereinander, zum Beispiel für $6,000 ständig hin und her, dann kann jemand, der das nicht weiß, sieht einfach nur, oh, das wurde ganz schön häufig gehandelt, ist vielleicht sogar im Wert gestiegen und jetzt will dann nur noch jemand $600 dafür haben und das war letzte Woche noch für 6.000, ist quasi über den Tisch gegangen. Das kann ja nur ein Schnäppchen sein und dann schlage ich mal schnell zu und freue mich über ein Schnäppchen. Was die Person aber nicht weiß, ist, dass ich es mit mir selbst hin und her getauscht habe oder mit meinen Freunden in einer WhatsApp-Gruppe kurz geschrieben habe und wir das einmal im Kreis gekauft haben, um quasi diesen Wert zu fingieren. Und da kommt tatsächlich so auch der Part rein, warum, ja, ich will mal sagen, das, was Montana Black jetzt gemacht hat, der gibt natürlich auch als sehr bekannte Person diesem Preis irgendwie Substanz, Kredibilität, weil dieses NFT, was Montana Black gekauft hat, war vorher auch keine 260.000 Euro wert. Aber jetzt hat eine Person, dem auch viele Menschen vertrauen, plötzlich über 250.000 Euro für dieses Bildchen ausgegeben. Und wenn jetzt jemand anderes noch hingeht und sagt, oh, es hat die Montana Black besessen und jetzt über 500.000 dafür ausgeben sollte, heißt es noch nicht, dass die Person, die es am Ende gekauft hat, auch nur $10 dafür bekommt. Und das ist genau das Problem und die Gefahr. Und natürlich hier Montana Black versucht, die Welle einmal mitzureiten und einfach mitzunehmen. Ja, kann funktionieren, muss aber auch nicht. Deswegen würde ich sagen, moralisch, man kann darüber diskutieren, definitiv. Ich unterstelle Montana Black absolut nicht, dass er da kriminelle Absichten hat, überhaupt gar nicht. Er versucht halt jetzt gerade den Hype mitzunehmen. Kann das als smarte Geschäftsbusinessmodell und Ausnutzen von Optionen ansehen. Es sollte aber jedem bewusst sein, dass diese ganze Welt NFT so aufgebaut ist und Preise auch so zustande kommen. Das heißt nicht, dass das in sich tatsächlich einen Wert hat. Auch eine Mona Lisa wäre nie das wert, was es heute wert ist, wenn keiner Da Vinci kennen würde und niemand Lust hat, nur 1 Cent für dieses Bild auszugeben. Dann hätte auch die Mona Lisa faktisch keinen Wert. Insgesamt muss ich sagen, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie Stay. Stay geht natürlich sehr auf diesen moralischen Aspekt ein. Okay, das ist ein Scam und da werden Leute in den Tisch gezogen. Ich muss auch sagen, im Kunstmarkt, also in normalen, wo man Gemälde, die man sich so physisch an die Wand hängen kann, gibt es das auch, dass es mal Hypes gibt und bestimmte Dinge einfach teurer sind. Dann ist der eine Künstler mehr in Mode als der andere und das gibt's auch. Und am Ende sitzt irgendeiner da und hat ein Gemälde, für das er viel Geld ausgegeben hat und keiner will es kaufen für den Preis und dann hat es halt einen Wertverlust erlebt. Das Problem hier so ein bisschen ist, dass das sehr systematisch gemacht wird. Das möchte ich Montana Black gar nicht unterstellen. Es ist aber so moralisch, ich würde mal sagen, grenzwertig und unternehmerisch, muss man sagen, rein finanziell, ja, man kann auch sagen, ist ein smarter Move, zu versuchen, diese Welle mitzunehmen. Ob man das jetzt moralisch dahinter steht oder nicht, darf gerne auch jeder für sich selbst überlegen. Aber weil so viel Geld da drin steckt, war er natürlich nicht besonders lang der Einzige, der es gemacht hat. Und Unge hat zum Beispiel Montana Black noch kritisiert wegen der Geschichte, dass ein Hakenkreuz auf dem NFT, was er geteilt hat, zu sehen war. Hat er noch ein Video veröffentlicht, wo er das kritisiert hat. Hat keine paar Tage gedauert, bis er auf Twitter verkündet hat, dass er jetzt auch im Game ist und jetzt auch ein NFT hat. Das heißt, er teilt hier einmal, ich habe jetzt auch ein NFT, bedankt sich noch an dem Team, also an das Team, was quasi dahinter steht und teilt ein Bild davon. Wichtig, das ist ein Bild, das ist natürlich nicht das Original. Das Original gehört jetzt Unge. Was hier tatsächlich mich noch ein bisschen verwundert oder auch noch ein Thema sein könnte, ist, es sieht für mich schon sehr nach Werbung aus. Er teilt jetzt ein NFT, er erwähnt den Namen von dem Team doch zumindest 2 Mal, verlinkt die und die werden natürlich jetzt auch in der Aufmerksamkeit steigen, was auch den Wert der ganzen anderen NFT auch anhebt. Für mich sieht das ehrlicherweise aus wie Werbung. Unge hat das jetzt nicht als Werbung gekennzeichnet, was grundsätzlich auch nicht zwingend notwendig ist, soweit ich es zumindest weiß, weil Unge zumindest jetzt nicht in Deutschland lebt, sondern auf Madeira. Und ich weiß, ich kenne jetzt nicht die Werbegesetze von Portugal, aber hier könnte man unter Umständen vielleicht sogar davon ausgehen,
dass Unge gar nicht für sein NFT bezahlt hat, sondern es für diese Werbung bekommen hat. Es ist quasi eine Sachzuwendung gewesen und er hat für dieses NFT halt einfach gar kein Geld überwiesen. Was uns zu einer nächsten steuerlichen Herausforderung bringt, und das ist tatsächlich eine Regelung, die jeder Influencer kennen sollte, weil jeder, der Reichweite im Internet hat, wird es kennen, dass einem von Unternehmen Produkte angeboten werden. Reisen, Hotelübernachtung, Beautycremes, technische Geräte, NFTs, Displays, wie auch immer. Einem wird, wenn man zumindest eine gewisse Reichweite hat, ständig kostenlose Produkte angeboten. Und, was viele nicht wissen, das muss versteuert werden. Das ist Einkommen, das versteuert werden muss. Und dafür schauen wir uns einmal den Paragraph 8 Einkommensteuergesetz an, und zwar einfach nur den ersten Satz. Da steht nämlich in Paragraph 8 Absatz 1, Satz 1, Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen seiner Einkunftsarten und so weiter zufließen. Das heißt, dein Einkommen kann auch in Geldeswert bestehen. Und wenn du für einen Werbepost auf Twitter kein Geld bekommst, sondern ein Kunstwerk, ein NFT, dann ist das eine Bezahlung, die du versteuern musst. Zumindest in Deutschland. Wie es in Portugal ist, kann ich nicht genau sagen. Aber das führt nochmal dazu, für alle Leute, die Reichweite haben, also Influencer, die für ihre Werbeleistungen quasi NFTs bekommen, die sie entweder behalten wollen und dann den Wert haben oder eventuell, ähnlich wie Montana Black es vorhat, auch direkt verkaufen wollen. Wir sehen also, das ganze Thematik NFT rund um Unge und Montana Black sind jetzt nicht die einzigen, aber diese ganze Thematiken haben so viele steuerliche Problemfälle, die gar nicht wirklich ganz klar geklärt sind. Zum Beispiel müssen erstens solche Zuwendungen auch versteuert werden. Zweitens, wie verhält es sich eigentlich beim Verkauf mit der Umsatzsteuer? Ist noch ganz schwierig zu sagen, wie das richtig gemacht wird. Man kann aber davon ausgehen, eigentlich, dass Umsatzsteuer abgeführt werden muss. Und was ist mit dem Gewinn? Das kann eine gewerbliche Tätigkeit als Händler von NFT sein. Zum Beispiel im Fall von Montana Black könnte das eine gewerbliche Tätigkeit sein. Oder ist es ein privates Veräußerungsgeschäft und damit sonstige Einkünfte in der Steuererklärung? Nochmal ganz anders ist das, wenn du der Künstler bist und deine eigenen selbstproduzierten NFTs verkaufen möchtest, dann bist du Künstler, also Freiberufler und bist von der Gewerbesteuer befreit, musst auch keine Gewerbeanmeldung machen, musst aber natürlich trotzdem Steuern darauf zahlen. Wir sehen also, das ganze Thema NFT und Steuern ist ziemlich komplex. Wenn das jetzt noch zusätzlich mit Influencer und Werbeleistungen zusammenhängt, dann wird es noch mal komplexer. Und da muss man schon ehrlicherweise sagen, das ist schwierig und vieles kann man auch noch nicht beantworten, weil viele Finanzämter und das Finanzministerium dazu noch nicht eine finale Stellungnahme veröffentlicht haben. Und weil das ganze Thema so komplex ist und auch am Ende jeden betrifft, der NFT kauft oder verkauft, arbeite ich gerade an einem Video, wo wir Schritt für Schritt einmal die Möglichkeiten durchgehen, wie das für dich steuerlich sich auswirken kann. Und ja, ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle, Unge und Montana Black, zumindest unternehmerisch gesehen, versuchen sie jetzt gerade die Welle mitzunehmen. Ob sich das jetzt auszahlt oder sie selbst auch auf den NFT sitzen bleiben, kann heute noch keiner sagen. Wir werden sehen. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen und dich ein bisschen sensibilisiert für die steuerliche Problematiken im Zusammenhang mit NFT. Wie ich schon erwähnt habe, wir drehen gerade an einem ausführlichen Video, wie man eigentlich NFT-Gewinne versteuern muss und welche Arten es da eigentlich gibt. Das Video kommt in ein paar Tagen online. Wenn du es nicht verpassen willst, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren. Ansonsten kann ich dir aber auch empfehlen, dass du einfach mal vorbeischaust, wie wir dir vielleicht als Selbstständiger oder Freiberufler weiterhelfen können. Alle Infos zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Oder schau dir einfach unsere weiteren Videos an, zum Beispiel das über unsere eigene Online-Communities, wo du all deine Steuerfragen stellen kannst. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir einfach ein anderes unserer Videos an, zum Beispiel das hier.